Ja, Hallöchen, Popöchen, Leute, und willkommen zu einem neuen Lifehack. Diesmal erzähle ich euch, wie ihr ohne Grillzange grillt. Oh, ist jetzt ein bisschen verzögert gekommen, aber mei, passt schon. Ja, ich habe eine PowerPoint-Präsentation erstellt, so Open Office-Präsentation für die Schlaumeier unter euch. Ja, und was du zum Grillen ohne Grillzange brauchst, werden zwei Gabeln, am besten mit langem Stiel, aber keine Kuchengabel, weil mit der Kuchengabel haut's einfach nicht hin. Die ist zu kurz. So eine ganz normale Essgabel. Und du brauchst natürlich auch noch ein rohes Steak. Weiter. Genau, und dann gehst du mit der ersten Gabel, stichst du ganz leicht rein. Am besten du piekst das Fleisch, nur dass kein Saft ausläuft. Und die andere Gabel piekst du auf die gegenüberliegende Seite rein. Und schon kannst du es auf dem Grill wenden und drehen, wie es dir Lust hast. Allerdings, wenn es das erste Mal auf dem... Was werde ich wieder zu schnell? Allerdings, wenn du das erste Mal auf den Grill legst, dann ist es am besten so, dass du die eine Gabel unten reinschiebst und sie quasi als Pfannenwender benutzt, so in etwa. Und die andere Gabel tust du einfach so als Sicherung oben drauf drücken. Dann kannst du es einfach drauflegen und vorsichtig runter schieben mit der zweiten. So. Ja, das war mein 2,5 Minuten Video. Beziehungsweise mein, ja gut, das wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen länger als 2,5 Minuten. Durch den Windows Movie Maker da. Ja, und auf jeden Fall, ich sag tschüss, bis zum nächsten Live.